Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ich habe jetzt gerade die erste Fahrradtour hinter mir gemacht mit der neuen Technik und die möchte ich euch heute mal ein bisschen vorstellen und euch ein bisschen erklären, wieso, weshalb, warum ich das Ganze gemacht habe. Also erstmal der Grund ist, ich persönlich bin sehr groß und sehr schwer. Ich bin 2,1 Meter groß, ja, ihr wisst das alle, wiege über 160 Kilo und ich muss ein bisschen was tun. So. Und ich möchte einfach ein bisschen fitter werden. Ich möchte jetzt nicht die Gurkensohn-Transformation machen. Das ist mir way too much. Ich möchte einfach ein bisschen was tun. Ich möchte ein bisschen Fahrrad fahren und. Aber ich habe Probleme, mich selber dazu zu motivieren. Und deswegen habe ich euch, meinen Livestream. Und habe mir überlegt, okay, wie kriege ich das Ganze hin, dass ich live streamen kann? Ich habe am Anfang einfach nur eine GoPro an meinem Fahrrad gehabt und habe darüber gestreamt. Das war auch einigermaßen okay, aber es hat mich nicht so richtig erfüllt. Ich wollte eine bessere Qualität haben und wollte mir jetzt nicht für 2000 Euro da eine Unit holen und hätte auch nicht gewusst, wie ich die irgendwie ans Fahrrad schnubbel. Und dann ist so alles nach und nach passiert und ich stelle euch jetzt mal die Technik vor. So, ihr seht hier oben, seht ihr die GoPro. Die GoPro ist hier oben an dem Vorbau mit so Verbindungsmopeds am Lenker montiert. Das heißt, das ist der Sicht der GoPro. Ich habe jetzt hier, aktuell habe ich ein Handy. Über das Handy läuft dann zum Beispiel mein Chat. Hier ist dann der Fahrradcomputer. So. Und hier oben ist dann das Handy, was ich jetzt gerade habe. Über das ich dann, Entschuldigung, hier ist der Chat und hier habe ich dann mein Navigationsgerät und den ganzen anderen Filler-Fatz. So. Hier oben sind jetzt zwei Kabel, einmal ein USB-Kabel und ein Micro-HDMI-Kabel gehen hier rein. Also oben ist Micro-HDMI, das untere ist USB-C. Die GoPro ist auch hier recht fest dran. Extra, wie gesagt, für den Vorbau hier, ich verlinke euch das ganze Ding, hier oben mit den fetten Schrauben rangeschraubt. Das ist direkt am Lenker festgemacht, dass das ordentlich hält. In der Tasche habe ich noch eine kleine Powerbank drin und ihr seht schon hier, gehen jetzt die Kabel hier in dieses Gerät. So, das sieht jetzt so von der Seite aus. Und was das insgesamt ist, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal hier auf die Seite und ich nehme dieses Gerät mal raus und nehme auch mal die Stecker ab. Dann zeige ich euch das mal. So, die Stecker ab. Und das ist die ganze Technik. Da hat der Saschiwuss mir sehr geholfen. Die machen wir mal auf. So. Das Ganze schieben wir mal so auf. Sieht so aus. Hier drin befindet sich ein Jetson Nano. Das ist so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Mini-Computer, so nenne ich das mal ungefähr, auf dem meine Software programmiert ist. Die sogenannte Beta-Box. Darunter ist, ich muss mal gucken, ob man das so sehen kann. Nicht ganz. Hier kann man, da sieht man so ein bisschen das Grüne. Das Grüne sind noch Batterien. Das heißt, der ist jetzt aktuell akkubetrieben, wird aber trotzdem noch mit einer Powerbank befeuert. Hier oben ist der Netgear MK1. Der funkt auch gerade. Können wir mal ausmachen. So. Der ist mit einem LAN-Kabel verbunden. Darunter ist eine Abschirmfolie und darunter, das will ich jetzt hier nicht rausbringen, weil wir ihn festgeklebt haben, darunter befindet sich noch der Camlink, der mit einem USB-C-Kabel, also hier ist das LAN-Kabel, hier ist der USB-Kabel, der dann in den Camlink geht, hier vorne auch und hier vorne haben wir dann, Moment, jetzt packe ich den wieder hier rüber, so. Hier oben an der Ecke ist ein Magnet, dass das dann zusammenpappt. Und hier vorne haben wir dann noch dieser Wi-Fi-Dongle. Dann daneben ist der HDMI-Eingang, USB-Ausgang für die Stromversorgung und da unten drunter dann zum Aufladen das ganze Ding. Das ist die ganze Technik, die dafür sorgt,
das GoPro-Signal mit einem H265er Codec, also sprich dieses Signal von hier, mit einem 265er Codec encodiert wird und auf einen Server gesendet wird von IP Projects, der in Frankfurt steht. Warum über ein 256er, ich mach mal wieder so, warum über den Codec H265? Einfach aus dem Grunde, über SRT bzw. über diesen Codec hast du ein wesentlich besseres Bild mit einer geringeren, also bei gleicher Bandbreite. Also gerade wenn du durch Gebiete fährst, wo du jetzt nicht die volle Bandbreitenauslastung hast, und das haben wir leider in Deutschland auch und zu, dann wird das Bild, dann wird das Bild sehr, sehr krüsselig. Und damit das Bild ein bisschen besser aussieht, wird das über den H265er Codec rausgehauen, geht auf den Server, auf dem Server ist OBS auf und der encodiert das wieder um auf Twitch auf 264. Aber für diese Verbindung zwischen GoPro, Beta-Box und Server, oder beziehungsweise zwischen Beta-Box und Server, nutzen wir den 265er Codec. Ich habe am Anfang nur über die GoPro gestreamt, einfach das Handy dran, die GoPro darüber connected, über die App. Das Problem ist, man kriegt dort maximal 4000 Kilobit pro Sekunde hin und die Verbindung ist halt, naja, so. Und da war das nächsthöhere Ding. Das nächste Upgrade, was jetzt irgendwann kommen könnte, kostet mich aber 1000 Euro, wäre ein mobiler 5G-Router. Der kann leider nur 4G, deswegen haben wir noch diesen USB-Dongle dran. Wi-Fi-Dongle, dass ich noch nebenbei mit meinem Handy connected bin. Das heißt, ich habe einmal mein Handy, was Bandbreite dazu haut, und noch den Router. Ja, das ist so die Technik. Ich habe eben mal geguckt, wir kommen auf maximal 45 Grad, waren das eben, glaube ich, oder 50 Grad in der Tasche. Wir haben hier in der Tasche, das ist eigentlich so eine Tasche, wo man so einen Fahrradakku reinmachen kann. Da wurden jetzt hier Löcher reingefräst. Oder reingelasert, eher gesagt, auf allen möglichen Löchern. Die ist auch noch immer noch schön stabil. Also, ne, die hält noch immer. Und da kommt die ganze Technik rein. Das Ding wiegt, wird wahrscheinlich schon so ein Kilo. Hier oben sind noch, wie gesagt, noch eine Powerbank dran. Und das ist die Technik, die ich habe, um vom Fahrrad zu streamen. Ich weiß nicht, ob es momentan was Besseres gibt, eine bessere Möglichkeit. Ich weiß momentan keine. Gerade auch mit Konnektivität und sowas. Wie gesagt, das Bessere wäre halt der 5G-Router. Das wäre so der Punkt, wie man das ein bisschen verbessern könnte. Und das motiviert mich halt so ein bisschen, so Sprints, diese Fahrradstreams, euch mit dabei zu haben. Ist ja gut. Das motiviert mich halt so ein bisschen, da unterwegs zu sein. Klar ist es halt nervig, wenn du irgendwo bist und du siehst einfach, ja, der Stream ist offline gegangen. Das nervt dann halt so ein bisschen. Aber naja, so. Ich wollte euch das mal gerade zeigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, haut die mal in die Kommentare. Und jetzt sieht man mal, wie umständlich und nervig das ist. Einfach nur, also alleine diese Fick-GoPro-Halterung, ne? Alleine diese Fick-GoPro-Halterung. Ich habe mir gedacht, ihr seht hier unten diese Schraube. Die ist von dem normalen Vorbau-Ding gewesen. Die ist da dran, das sieht man, glaube ich. Da war früher der Computer hier dran. Ich habe gedacht, ey, ist ja geil, kannst du die GoPro einfach hier ranschrauben. Diese Schraube ist aber nicht dick genug für die GoPro. Also habe ich mir da oben diesen Vorbau geholt. Und dann noch diese Winkeladapter-Dinger, damit die GoPro auf der richtigen Position ist. Sonst hängt die hier oben irgendwie, was halt scheiße aussieht. Oder hier unten. Und damit die halt da ist, extra so gemacht. Ja. Ansonsten, das Fahrrad ist ein Stevens. Eda Werner von Fit Bikes. Da seht ihr es. Eine schöne Sattelfeder ist dabei. Ja. Mit eigenen, für mich angefertigten Felgen. Damit die Dinger ein bisschen mein Gewicht aushalten können. Und ja, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, wollt ihr irgendwas wissen, oder so, haut es gerne mal in die Kommentare. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung noch zusätzlich oben drauf. Und zwar, wenn ihr Fahrrad fahrt und ihr wollt Musik hören, holt euch unbedingt so ein Ding hier. Das sind Shocks. Diese Kopfhörer, ich nenne sie mal Kopfhörer, obwohl es eigentlich Ohrhörer sind.
die kommen, die zieht man sich an und die gehen nicht ins Ohr, sondern die liegen an der Seite drauf. Und durch Vibrationen kann man die dann halt, kann man halt Musik hören, man kann damit auch telefonieren, wenn man Bock hat. Die wiegen gar nichts. Ne? Also das ist jetzt hier kein Gewicht, was irgendwie lästig ist und so. Passen auch mit Helm und das Ganze. Und kann ich euch nur empfehlen. Shox. Ja, das war einfach mal ein kleines Infovideo. Tschüss.